Und hallo liebe Zuschauer, heute ganz neu RimWorld. Ich habe es noch nicht gezockt, nur mal so kurz angespielt und dabei ganz schön tierisch auf die Nase gefallen. Ich hoffe, mein Chat heute wird mich tatkräftig unterstützen. Wenn wichtige Kommentare sind, werde ich natürlich vorlesen, damit die YouTube-Zuschauer dann auch wissen, worauf ich überhaupt antworte. So, und ich würde sagen, RimWorld für einen Anfänger, für mich, werden wir mal eine neue Kolonie gründen. Da gibt es mehrere Szenarien. Nackte Brutalität, das hört sich schon schlimm an, reiche Abenteuer, verlorener Stamm, aber ich glaube, der Absturz ist der Klassiker. Also ich starte mit 3 Personen, hier steht ja auch alles, und beginne mit den Materialien und im Gebiet sind so und so viele Raumstücke, Überlebensrationen und Stahl, die da versteckt oder verteilt sind, nicht versteckt. Und das ist erstmal so die reine Vanilla-Version. Also nehmen wir dieses Szenario Absturz. So, und jetzt gibt es KI-Erzähler, die sozusagen einen in Abenteuer schicken. Da gibt es hier die Cassandra Classic, also die, ja, hier steht es ja auch, sie wird dich in gefährliche Ereignisse fordern, danach ein wenig Zeit zum Atmen lassen, um dann das nächste Abenteuer zu starten, da irgendwelche Zwischenfälle. Es gibt die nächste Steigerung, da kannst du auch mal ein bisschen härter zur Sache sehen. Und bei reiner Zufall ist es so, kann sein, dass nichts kommt, kommt sein, dass ein Knüppel nach dem anderen kommt. Also wir nehmen erstmal den Klassiker. Ich finde das Bild auch ganz angenehm. Also es ist schon auch mit diesem Spitzen und so, es erinnert mich so auch hier mit dem Kragen und so. Das ist alles nett gemacht, so ein bisschen Cyberpunk-mäßig schon fast. Gehen wir auf Mittel. Einfach, ja, keine Ahnung. Wir probieren es einfach, wenn es nicht funktioniert oder wir umgehen, dann ist es so. Ja, der Well spielt im Schlumpf. Ja, das soll er mal machen. Nö, muss die Monty, alles gut. Guck du, wo du willst, alles gut. So, das haben wir eingestellt und jetzt ist noch eine Frage einzustellen, nämlich ein Lademodus. Ich kann jederzeit speichern und laden. Warum nicht? Ja, man kann es auch schwerer machen, dann geht es eben nicht. Dann geht es nur, wenn man das Spiel beendet, dann speichert er. Aber das ist so, denke ich, ganz okay. So, und das Spiel beginnt sozusagen jetzt mit dem Seed. Das ist Maasak Stream. Planetare Abdeckung. Hat immer dieselbe. Der Planet hat immer dieselbe Größe, okay. Aha, wie viel der Oberfläche des Planeten generiert wird. Hier ist 30% Abdeckung. Man kann auch 50% nehmen. Ich weiß nicht, 30 oder 50, was soll man machen? Weiß ich gar nicht. Niederschlag ist auf normal. Temperatur lassen wir auch mal auf normal. Das wäre eigentlich ein tolles Game für mehr Spieler, oder? Fällt mir gerade so ein. Da kann man sich vielleicht die Typen aufteilen. Das wäre auch mal eine Idee, oder? Für einen Mod. Vielleicht gibt es das ja schon und ich weiß es gar nicht. Timonti, viel Spaß. Jimonti guckt was anderes, aber das ist vollkommen okay. Hauptsache, es ist genügend Auswahl da. Das ist ja immer das Wichtigste. Nichts ist blöder, als wenn es nichts gibt in der Klotze sozusagen. Es gibt eine Mehrspieler-Mod. Ah, das wäre ja natürlich interessant. Ah, wir lassen mal 50%. Ja, warum auch nicht? Oder 30? Ich weiß es nicht. Naja, komm, wir lassen mal 50. Wir generieren mal die Welt. Das wird ein kleines Augenblickchen dauern und dann soll es gut sein. Es gibt zu dem Spiel sehr, sehr viele Mods. Unendlich viele, wie ich gesehen habe. Unglaublich für Forschung, für Anzeigen, für Waffen, für... Och, was weiß ich. Und ach du Scheiße, ist das voll. Okay, 30% wäre auch nicht verkehrt gewesen. Na gut, jetzt haben wir es. Zufälligen Platz wollen wir aber nicht haben. Ich würde gern... Ich will mich nicht direkt hier neben so richtig bösen Jungs... Ich will irgendwie immer so gern so ein bisschen eingekreist, wo ich ein bisschen Ruhe habe. Guck mal, hier ist nicht immer so bösartiger Kram hier. Das ist doch schön. Das ist ein Sumpf. Sumpf ist doof. Soll ich Wasser dazwischen setzen? Hm. Weiß gar nicht.
haben wir Wasserkraftwerke, tropischer Regenwald. Ist alles tropischer? Ich bin ja generell im tropischen Regenwald. Will ich tropischen Regenwald? Niederschlag ist wichtig, okay. Da steht noch nichts mit Niederschlag. Da stehen nur die Koordinaten. Tropischer Regenwald. Ich möchte aber keinen tropischen Regenwald. Gibt es ja nichts Gescheiteres? Gemäßigter. Ach, da sind schon wieder die bösen Jungs. Ach, das ist doof. Wir haben es natürlich überall schön beim gemäßigten Wald. Ah, hier ist ein bisschen... Ohne gleich die roten Jungs dazwischen zu haben. Komm mal her, das ist doch hier gemäßigter Wald. Umsehsamkeit 1. Ich habe gar keine Ahnung. Temperatur... Mit 0 bis 27 Grad scheint mir doch okay zu sein. Wir nehmen das einfach mal. Ich meine, das kann ja jeder mal. Ein Klick auf das Gelände und ich sehe den Niederschlag. Da ist nur die Temperatur. Beschreibung, da ist es nicht. Gelände. Gelände. Niederschlag. Da steht jetzt 3415 mm. Krankheitshäufigkeit pro Jahr. Zeit so. Alter Schwede. Tiere können grasen, ja. 40 von 60 Tagen habe ich Anbauperiode. Das gibt's auch in weniger, habe ich gesehen. Das gibt's auch in 30 von 60. Es gibt auch ganzjährig. Das ist auch nicht schlecht. Wir haben hier Granit und Schiefer. Ich glaube, darauf werde ich achten, auf die Felsarten. Also Granit und Schiefer. Ich hätte gern Marmor. Granit und Marmor. Da sind wir doch schon am Start. Aber 30 von 60 Tagen. Ich hätte gern 40 von 60. Da bin ich ein bisschen eigen. Ich will Marmor auf jeden Fall da drin haben, weil Marmor gibt nochmal einen Bonus. Auf die Befindlichkeit unserer Gestrandeten. Die Geschichte ist ja mal, wir sind mit einem Raumschiff abgestürzt und müssen hier eine Kolonie aufbauen und dann sehen, dass wir wieder vom Planeten verschwinden können. Guck mal hier. Hier gibt es Marmor, Sandstein, Kalkstein. Granit wäre natürlich schön für die Außenwände, oder nicht? Oder doch? Alter, ich bin aber auch... Weil das darf jetzt auch ein klein bisschen dauern, weil das entscheidet ja nachher auch... Oder was? Granit, also da fehlt der Marmor. Das entscheidet ja auch nachher, wie gut es uns geht oder wie gut es nicht geht. Was war das denn? Habe ich das richtig gelesen? Antike Straße? Was ist das denn gewesen? Na gut. Irgendwo werden wir es schon finden. Marmor und Granit, guck mal an. Und 40 bisher hier. Ich glaube, wir haben es gefunden. Sandstein, das ist okay. So für Marmor und Granit. Also Marmor ist ganz wichtig. Also das, man hat ja seine... Ich erkläre es, wenn es soweit ist. Das hat ja jetzt keinen Sinn. So, ich gehe auch mal auf weiter. Also ich finde die Gesteinsarten gut, die da sind. Wir haben 40 von 60 Tagen an, also Wachstumsperiode. Dann ist im Winter natürlich nichts, ist klar. Hier gibt es Beeren, die kann man sammeln noch als Nahrung. Tiere können hier grasen, das ist okay. Krankheitshäufigkeit, da habe ich keine Ahnung von. Oh Mann. Joachim, hi. Und dann solche Überraschung. Ja, Joachim, ne, Auswahl. Streamen heute mehrere Leute. Ich hoffe, es ist was Interessantes dabei. Ein schönes Potpourri. Such dir was aus. In der Ebe hat es nicht so einfach, an genügend Ressourcen zu kommen. Besser wäre leichte, hügelige Position. Ja, Jimmy, die haben wir doch die erste Challenge. Dann lass uns mal gucken, wie wir im gemäßigten Wald klarkommen. Was ich jetzt vorteilhaft finde, Holz ist jede Menge da. Deswegen finde ich super. Also, wir nehmen das mal. Zack. So, und jetzt kommt, es gibt 3 vorgefertigte Charaktere und 5 in Reserve. Man kann aber auch jederzeit einen hier oben bei zufällig neu würfeln lassen. Ja. Und wir schauen mal den ersten an. Der hat hier Muntermachersucht. Das ist, glaube ich, eine Drogenabhängigkeit. Den schiebe ich mal ganz nach unten. Den will ich überhaupt nicht haben. Da kannst du mal vergessen. Eine Schussnarbe. Da hat er immer... glaube ich, ein bisschen Schmerzen, kann das sein?
Und die Effizienz geht ein bisschen runter, weil dann natürlich das rechte Bein ist nicht mehr so toll. Das könnte man aber später durch eine Prothese, glaube ich. Aber das ist ja viel, viel später. Also er kann zumindest Fernkampf und Nahkampf. Ich lege Wert auf den Fernkampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich ganz persönlich. Also jetzt kommen natürlich die persönlichen Vorlieben. Also er verweigert geistige Arbeit. Also das ist keiner, dem er für die Kunst oder für Forschen nehmen können. Das ist aber nicht so schlimm. In allem anderen hat er was. Handwerk ist er, da hat er richtig Bock drauf. Ne? Interessant sind diese Flammen hier. Ne? Also der lernt dann da sehr schnell auch diese Fähigkeit hoch. Auch im Tiere zähmen, auch nicht schlecht. Trainieren, ganz wichtig. Fernkampf lernt er vor allen Dingen. Das ist so richtig der Typ, der hat richtig Bock auf Fernkampf. Finde ich prima. Das ist jemand, den ich gerne hätte. Großes Malus. Bergbau. Hat er überhaupt kein Interesse davon. Hat er gerade mal von gehört. Müsste man dazu zwingen. Genauso das Kochen. Jetzt weiß ich nicht. Vielleicht kann es der Chat beantworten. Der Unterschied, wenn da ein Minuszeichen ist, ist deaktiviert. Das heißt, das macht er überhaupt nicht. Und wenn da eine Null ist, könnte er es lernen? Könnte er es hochleveln, wenn man ihn dazu zwingt? Oder ist das was, wo er sagt so, nö, auch mit Null mache ich das nicht. Denn bei 1 ist er ja schon ein absoluter Anfänger. Aha, er könnte es dazulernen. Also ich bin immer skeptisch, wenn da 0 steht. Ist schon ganz schlecht in meinen Augen. Konstruktion ist wichtig. Das ist jemand, der uns Bausachen erstellt. Und er hat schon, also schlechter Profi ist Level 7. Weil manche Konstruktionen sind so levelabhängig. Was weiß ich, einen Stuhl kannst du erst ab Level XYZ machen. Einen Tisch oder ein Bett brauchst du Level Schnitzel mit Pommes zu. Und dann ist es ganz gut, wenn man mal einen hat, der schon ein bisschen Level hat. Also den nehmen wir auf jeden Fall mit. Er hat als negative Eigenschaften noch neurotisch. Das ist eine Nachteule. Nee, da muss man drauf achten. Dann wissen wir, dass, also das ist ganz gut eigentlich, dass es eine Nachteule ist. Dann kann ich euch zeigen, weil das ist eine wichtige Einschränkung. Und da werden wir auch drauf eingehen. Der kriegt nämlich richtig Stimmungsschwankungen, wenn wir den, wie jeden anderen auch, tagsüber arbeiten und nachts schlafen lassen. Der braucht es genau umgekehrt. Das heißt, das ist der nachts wach ist. Das ist auch egal, ob der alleine da ist, also während die anderen pennen. Aber dann haben wir auch einen, der nachts arbeitet. Pessimist, permanenter Einfluss auf die Stimmung. Oh, der ist immer schlecht gelaunt. Egal, trotzdem, ich finde ihn nicht schlecht. So, dann. Wrackforscher, okay. Häftling. Verweigert Fürsorglichkeit und Soziales. Medizin hat er auch deaktiviert. Der kümmert sich nicht um Wunden. Wir brauchen nämlich auch einen, der das kann. Und besser ist es, man hat 2, falls einer mal ausfällt. Bergbau macht er auch nicht. Dafür hat er auch Fernkampf. Nahkampf ist mir vollkommen egal. Ich finde ihn nicht so toll. Den schieben wir. Dann haben wir einen Barkeeper. Der verweigert nichts. Das ist gut. Fernkampf kann er wenigstens. Das ist okay. Neurotisch, das wird eine super. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Psychiatrisch hochsensibel, das wird ja alles übler. Und gutes Gedächtnis, immerhin. Aber das wäre unser Koch. Das wäre unser Koch. Der hat nämlich 2 Flammen, das heißt, der levelt besser als jeder andere. Der kann alles so ein bisschen, das ist okay. Kunst, Medizin ist so. Medizin ist gut. Fernkampf ist auch okay. Nahkampf, kann auch ein bisschen konstruieren. Bergbau mag er gar nicht. Könnte aber lernen. Er hat nirgendwo was, was er nicht könnte. Passt also. Was haben wir denn noch? Das sieht alles scheiße aus hier, ne? Das ist Feigling. Ach du Scheiße. Verweigertes Kochen. Wiedersehen. Du Sheriff. Oh. Bergbau nicht. Kunst nicht. Ansonsten. Medizin 8. Oh. Guck mal hier. Richtig gut. Ich bin immer so ein bisschen, wenn die hier so dicklich aussehen. Was ich nicht verstehe. Hier steht Alter 33 in Klammern 82. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, steht da Alter 82. Die Gesundheit steht über. Ja. Hat halt einen Kratzer im Beinchen.
der Narbe. Weil ich werde von Red Moon hingewiesen, soll auf die Gesundheit achten. Weil bei der Gesundheit steht manchmal, wenn sie drogenabhängig sind. Auf gar keinen Fall nämlich einen Drogenabhängigen. Da habe ich schon mal Schiffbruch mit erlitten. Ach du Scheiße, der ist mir amok gelaufen. Da hatte ich nämlich irgendwelche Drogen eingelagert. Ach, da ging der ans Lager und hat sich dann zugerußt. Und dann hat er eine Psychose gekriegt, hat mir die Leute umgebracht. Nein, danke. Nee, das machen wir nicht. Der Gonchi ist da. Kurzes Moin Moin in die Runde. Da hat sich einer ein neues Spiel geholt. Gonchi, du bist schuld. Das muss ich meinen Zuschauern mal sagen. LP Gonchi, saugeiler Streamer. Ich mag ihn unglaublich, habe ihn total lieb gewonnen. Der Gonchi ist schuld, dass ich mir jetzt dieses Spiel gekauft habe und dass es dieses Let's Play gibt und ich hier das streame. Gonchi, vielen Dank. Ja, aber ich muss dir die Schuld geben. Das Spiel ist einfach, das fesselt einen. Sorry, du hast mich angesteckt. Ich gebe dir mal die Schuld, du hast mich infiziert. Vielen Dank dafür. Aber hoffe ja, dass ich noch ein paar Tipps gebe. Vielleicht hast du ja noch ein bisschen Zeit zum Zugucken. Ja, gutes Spiel. Ich habe auch dein Let's Play genossen. Sau geil. So, Konstruktion wäre egal. Fernkampf ist gut. Kochen, ja, geht. Hat so ein bisschen alles, ne? Kunst. Ja, wir hätten einen, der Kunst kann. Bergbau. Kann keiner. Keiner kann Bergbau. Das ist nicht gut. Da sortiere ich Kochen 2, Kochen 0. Also den Bergbau soll schon mal mindestens einer haben. Also das ist schon, da wäre schon toll, ne? Gott, was für ein Kack wir haben. Ja, das dauert ein bisschen, da hier der Drogenfuzzi. Ich lasse sie mal zufällig würfeln. Ich habe doch keinen für Landwirtschaft. Moment, muss ich gucken. Pflanzen. 1. 3. 3. Pflanzen hätten alle. Hauptsache ist, dass er der hier gefällt mir eigentlich nicht so sehr, ne? Wenn ich hier so... Fernkampf 8 ist cool. Kochen, was war hier? Fernkampf, Handwerk. Bergbau halt nix, ne? Irgendwelche Ex-Frauen, irgendwelche Verbindungen mit anderen. Neurotisch, Pessimist. Ach, weißt du was, wir würfeln... Naja, wir würfeln hier mal neu. Pflanzen hätten wir hier, geistige Arbeit. Fernkampf, nix. Will ich nicht. So. Da ist überall ein bisschen, aber alles ein bisschen mit Flamme. Ach, Pflanzen 7 sogar. Sehr geil. Kunst nix, damit kann ich leben. Sozial nix. Sozial 4, 7. Ja, okay. Also den könnten wir nehmen. Pyromanen. Okay, schon gestorben. Ich habe keinen Bock auf Pyromanen. Die haben mir schon mal meine ganze Bude abgefackelt. No way. Also wird heute weiter gewürfelt. Das kannst du mal vergessen. So. Das ist so ein 1000-Sasser. Der kann so alles. Verweigert auch nichts. Starke Abneigung allen Männern misstraut ihn. Das wäre mir vollkommen egal. Zäh, das ist okay. Und hässlich ist er. Scheißegal, das ist unser Mann. Der kann so ein bisschen alles. Der gleicht das aus, was die anderen nicht können. So, ich würde gern... den behalten. Der kann nämlich auch gut Medizin, gut Fernkampf. Macht hier als Forscher auch ein ganz gutes Ding. Das heißt, wir nehmen einen der Geistige. Das ist doch hier. Das ist doch... Zack. Wäre das jetzt unser Team? Ja, der hat halt 4 Eigenschaften im negativen Bereich. Das ist eigentlich nichts. Lass uns den nochmal... Also der ist okay. Bergbau nicht, Kunst nicht. Das gleicht er aus. Er kann gut kochen. Was kann er nicht? Das passt. Dann machen wir den nochmal zufällig. Verweigert nichts, ist okay. Lahme Ente. Laufgeschwindigkeit verringert. Hat aber Fernkampf. Pflanzen wären nichts. Gefällt mir nicht. Der ist taub, das machen wir gar nicht. Verweigert nichts, ist schießwütig. Geringere Genauigkeit, ich weiß nicht.
Fernkampf auf 1 ist jetzt auch nicht, und keine Medizin.